Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 Strangerville. Und ihr merkt schon, ich bin nicht so happy, wie ich normalerweise am Anfang bin. Denn die süße Maus ist sehr, sehr traurig. Und jetzt fragt man sich, warum? Was ist passiert? Und zum einen habe ich ihr diese Stimmung ercheatet, denn ihre Mama ist gestorben. Cherry Pepper ist gestorben und ja, sie ist halt traurig darüber und deswegen, also die anderen Moodlets haben das halt schon wieder überschrieben, deswegen meinte ich so, okay, ercheate ich das halt, das mache ich halt immer, wenn ich privat halt spiele, weil es ist ihre Mama und sie hatte so eine krasse Bindung mit ihr, da wird sie nicht einfach so wieder drüber hinweg sein, deswegen, ja, habe ich das jetzt so gemacht, dass sie das erstmal dann ercheatet bekommen hat und ja, ich vermisse sie jetzt schon, weil Cherry ist halt mein Girl gewesen, ja. Ich habe sie so geliebt und jetzt ist sie einfach nicht mehr da. Ja, das macht sich natürlich auch hier bemerkbar bei unserem Girlie, ne. Oh, jetzt kommen natürlich auch noch diese Ranken wieder. Muss sie natürlich leider auch entfernen, ne. Das ist halt immer so eine Sache. Vielleicht geht sie gleich einfach mal mit ihren Geschwistern essen oder so. Also vielleicht frühstücken. Weil, ja, das geht natürlich so nicht, ne? Also, ich glaube schon, dass sie jetzt gerade einfach jemanden braucht, mit dem sie reden kann. Wir gehen hier zum Downtown-Restaurant, dass sie schon damals mit ihren Geschwistern gerne hingegangen. Dann laden wir natürlich Poet, Kian und Haley ein. Ja, und ich bin der Meinung, ich würde erstmal alle umarmen, weil die werden natürlich alle halt traurig darüber sein, weil es ist halt von allen die Mama, ne? Und das ist halt schon krass und ja, ich glaube, eine Umarmung ist so der erste Schritt, der halt irgendwie dabei hilft, füreinander da zu sein. Okay, er ist tatsächlich sogar glücklich, aber ja, ich glaube halt einfach, dass die ganzen anderen Moodlets einfach überwiegen, weil grundsätzlich, ich meine, das ist halt deren Mama so, das ist halt, das wäre halt schon krass, wenn die jetzt gar nichts irgendwie haben. Wo kann man denn hier ein bisschen alleine sein. Hier ist vielleicht ganz schön, wenn wir hier zusammensitzen. Ein bisschen abgelegen von den anderen, damit man vielleicht einfach mal darüber quatschen kann, was hier so abging jetzt. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist natürlich, dass wir uns trotzdem darum kümmern müssen, dass das hier außer Kraft gesetzt wird, ne? Sonst tot. Sonst. Ich meine, wenn wir hier mit unseren Geschwistern sind, können wir ja mal gucken, ob wir vielleicht die fragen können. Dann geben wir den Tisch auf und versuchen es mit einem anderen Tisch. Und wenn das auch nicht geht, dann setzen wir uns halt nach draußen. Ja, dann geht das wahrscheinlich nicht. Dann setzen wir uns nach draußen. Okay, das funktioniert. Sehr schön. Jacqueline ist so ein Kind geworden. Oh je. Oh. Gut, dann würde ich sagen, bestellen wir erstmal Orangensaft und Kaffee. So 38 ist in Ordnung für 4 Personen, würde ich behaupten. Und dann bestellen wir das mal. Und dann können wir nebenbei mal fragen, ob die hier unterschreiben wollen bei uns. Ah, man kann nur Unterschriften in der Heimatnachbarschaft sammeln. Dann bringe ich die einfach nachher vielleicht mit nach mir, zu mir nach Hause oder so. Beziehungsweise man kann ja auch zur Bibliothek gehen oder so. Und dort vielleicht mal schauen. Ich glaube, denen tut das ganz gut, dass die hier alle miteinander nochmal sprechen. Sieht gut aus auf jeden Fall. Aber ich glaube, ihnen scheint es wenigstens zu schmecken. Das ist doch schon mal gut. Und sie unterhalten sich auch ganz prächtig eigentlich. Ich werde natürlich das jetzt nicht unbedingt 20 Tage durchlaufen lassen, weil das halt schon hart ist, ne? Aber, ja, genau. Halt immer, wenn es halt irgendwie... Also jetzt erstmal die nächste paar Tage wird es auf jeden Fall bleiben, weil es ist sonst ein bisschen sehr unrealistisch. Gut, dann würde ich halt erstmal die Rechnung zahlen, weil die beiden essen nicht mehr. Weiß ich nicht wieso. Und dann gehen wir zu einer Bibliothek oder so ein Strangerville. Und dann kann ich die da vielleicht auch nochmal fragen, ob die unterschreiben wollen. Und ob wir noch jemanden finden, der unterschreibt. Und ob wir vielleicht schon jemanden finden, der uns einen Schutzanzug erstellt. Jetzt ist die Frage, ob ich die jetzt fragen kann, ob die hier unterschreiben können. Aber ich glaube schon. Das hat sonst ja auch funktioniert. Okay, er unterschreibt, das ist supi. Es ist nun mal sehr, sehr wichtig, dass das hier außer Kraft gesetzt wird. Er unterschreibt auch. Vielen, vielen Dank.
So, und wie sieht's bei euch aus? Na, sie sagt nein. Verdammt. Wir haben halt, glaube ich, noch heute Zeit, oder? Hey, Girl. Wollen wir uns anfreunden? Ich brauche A, einen Schutzanzug und B, würde ich gerne noch Leute haben, die mir hier helfen können. Mit der Außerkraftsetzung. Kann ich Sie jetzt einfach bitten, einen Spurenfilter herzustellen? Wow, du hast es geschafft. Ich werde die Infektionsprofildaten analysieren und dir bald per Post einen Spurenfilter zusenden. Forsche weiter, dann findest du vielleicht einen Impfstoff gegen diese Infektion. Ja, dann freue ich mich noch ein bisschen weiter mit dir an. Der Spurenfilter wurde schon geliefert, ey. Krass. Stopp! Sie soll warten. Ich wollte sie doch noch fragen, ob sie mir hier helfen kann. So, kann sie bitte einfach unterschreiben? Na, warum sagt sie denn auch nein? Wir haben auf einmal richtig viel Freundschaft zu ihr bekommen. Ich weiß nicht, warum. Ich frage mich, ob ich sie jetzt nochmal fragen kann, ob sie unterschreibt. Ich glaube nicht. Dann muss ich halt das noch bei mir erläutern versuchen. Kostet es, was es wolle. So, kann sie bitte unterschreiben? Oh, sie sagt ja. Yes. Jetzt müsste noch eine Person fehlen, oder? Jawohl, das schaffe ich. Aber bitte geh erstmal auf Toilette. Mal schauen, ob der mir hilft. Lebensstil im Aufbau. Gesellig. Yes. Cool. So, bitte unterschreib einfach. Bitte. Ja. Oh mein Gott. Oh, zum Glück. Dann heißt es jetzt ab nach Hause. Es war auf jeden Fall ein harter Tag für sie. Aber gut, dass sie jetzt noch ein Erfolgserlebnis hatte. Oh, jetzt. Oh. Oh, das hat das jetzt doch überdingst. Ich glaube, sie hat einfach genug jetzt erstmal heute irgendwie erreicht und so, als dass sie jetzt sagen würde, okay, sie fühlt sich jetzt zumindest abends mal ein bisschen gut. Dann kann sie ja noch sich einen Joghurt reinknallen und dann geht sie auch, glaube ich, einfach erstmal schlafen. Also wie gesagt, ich glaube, der Tag war einfach sehr, sehr anstrengend für sie. Ich meine, sie hat natürlich jetzt, sie ist aufgestanden direkt mit der Meldung hier, meine Mama lebt nicht mehr. Und dann hat sie natürlich jetzt den ganzen Tag auch quasi damit verbracht, darüber zu sprechen und so. Und ja, letzten Endes hat sie dann noch sich trotzdem um ihre Pflicht gekümmert, indem sie halt geschaut hat, dass halt genug Unterschriften zusammenkommen. Und ich glaube, wenn man so deprimiert ist, ist das schon hart. Oh, stimmt, sie muss heute arbeiten. Uff. Oh, und dann ist sie auch noch hier wieder hitzköpfig, ey. Oh je, oh je, oh je. Wenn sie von der Arbeit kommt, kann sie aber ihre Post abholen. Und dann kümmern wir uns auch um den Garten. Wir haben einen Urlaubstag verdient. Sehr schön. So, und hier ist der Sporenfilter. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir dann nur noch zu dem Kuriositäten-Typi. Und dann können wir das vielleicht hier zusammensetzen dann. Ja, also die Geldquelle ist schon ganz nett, ne? Aber es kam noch mehr Post. Oh, Rechnung. Ups. Mh. Kann jetzt verdorbenes Essen ausräumen. Und dann kann sie frühstücken. Pfannkuchen klingen noch gar nicht schlecht. Dann werden die Rechnungen bezahlt und dann wird erstmal eine dampfende Dusche genommen. Sie denkt über Windeln nach. Aber so weit sind die beiden süßen Mäuse ja noch gar nicht. Also, ja, weiß ich nicht. Irgendwann werden die auf jeden Fall zusammenziehen und vielleicht denkt sich Gunnar dann ja so, hey, wie wär's mal vielleicht überhaupt mal den nächsten Schritt wagen so? Wie sieht's denn aus? Sie ist neutral über mögliche Schwangerschaft auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schon mal gut genug für jemanden, der die Legacy Challenge vorantreiben möchte. Aber 552 als Rechnung geht sogar bei unserem Budget, was wir gerade so haben. Jalen ist so Teenager geworden. Oh mein Gott. Oh, dann werde ich nach der Folge wahrscheinlich noch einige Sims umstylen müssen. Oh je, oh je. Naja, es hat sie ein bisschen kokett gemacht, aber mehr war da jetzt leider auch nicht. Oh ja, ja, bitte. Sehen wir uns einen Film an. Ich glaube, sehen wir uns einen Film an, das ist vielleicht so am sinnvollsten, weil ich glaube, das ist das Einzige, worauf sie jetzt gerade so Lust hat. So Massage ist halt so wieder, da kann man jetzt halt auch nicht so darüber sprechen. Und vor einem Film oder so kann man ja schon noch darüber sprechen, was jetzt so gerade los ist und warum sie sich vielleicht den Tag davor nicht gemeldet hat und so. Und Bowling, also keine Ahnung, das ist halt auch was, wo ich mir so denke. Ich glaube, das würde sie jetzt nicht machen. Aber einen Film ansehen ist, glaube ich, genau das Richtige, wenn man so deprimiert ist wie sie gerade. Oh, Marzi. Ich wollte noch mal heulen gehen vorher. Aber jetzt geht sie erstmal zu Gunnar. Oh, das geht dann sogar runter. Oh, jetzt ist sie nicht mehr traurig. Marzi. Wie wäre es mit einer Verabredung? Sis, wir sind gerade beieinander. Das hat anscheinend sehr viel für sie gebraucht. Oh, also gebracht.
Süß. Ich glaube, Gunnar ist genau der Richtige für sie. Ja, also ich werde das jetzt auf jeden Fall auch so lassen, dass es das jetzt so war. Also, dass sie jetzt halt wieder glücklich ist und jetzt nicht mehr so deprimiert. Aber ich glaube schon, dass das jetzt viel gebracht hat, darüber zu sprechen und so. Und ich meine, Sims-Tage sind ja auch eigentlich mehr als nur 24 Stunden oder so. Also umgerechnet, weil ich meine, nee, es ist halt etwas so. Weil ich meine, eine Jahreszeit geht halt so 2 Wochen oder so bei mir jetzt. Und dann wäre es halt nur sinnvoll, dass es halt jetzt quasi schon einige Tage her ist und dass sie jetzt einfach schon besser damit umgehen kann. Sie kann ja trotzdem ab und zu trauern, das wird sie wahrscheinlich auch, aber ja, genau. Smind. Gut, dann kann sie ja ihre Zeit jetzt noch nutzen, nachdem sie sich jetzt besser fühlt, um vielleicht den Schutzanzug zusammenzubauen. Obwohl, muss ich überhaupt reisen? Komme ich da nicht so direkt hin? Jo, der ist ja hier vorne schon. Aber der ist gerade zu. Oh, doch nicht. Ja! Die Abstimmung wurde beendet und der Aktionsplan teilbedarfte Kümmern wurde außer Kraft gesetzt. Wuhu! Oh, oh, der ruft. Marcel Binder ist der Mann von Hayley Binder. Und wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher. Das ist eine große Verantwortung. Was meinst du? Das finde ich schön, weil ich glaube, Hayley und Marcel, ich glaube schon, dass es schön wäre, wenn die noch ein Kind bekommen würden, weil die haben ja schon ein Kind. Und ich würde einfach sagen, jo, just do it. Ja, nun ja, ich glaube ja. Vielen Dank für deinen Rat. Wir werden ein Baby bekommen. Oh, wie süß. Oh, ich freue mich. So, sie geht jetzt auf jeden Fall erstmal zu dem Kuriositäten-Shop. Ich habe einen Schiff zum Geheiminventar. Jetzt hoffe ich, dass sie unspuren für Verwirrungen dann werden, aber ich werde sie dir verkaufen, wenn du weiter interessiert bist. Ja, möchte ich. Geheiminventar. 1000? Oh mein Gott. Aber okay, wir müssen das tun. Viel Spaß mit deinem brandneuen, unvollständigen Schutzanzug. Ich habe dir ja gesagt, dass eine wichtige Komponente fehlt. Frage den Wissenschaftler nach den Spuren. Vielleicht haben sie eine Art Spurenfilter. Kann ich die jetzt einfach zusammenfügen? Mit Spurenfilter kombinieren. Haha! Und jetzt könnten wir theoretisch noch tiefer einbringen, aber ich glaube, das machen wir erst nächstes Mal. Weil, ne, wir wollen ja jetzt nicht übertreiben. Ich habe jetzt irgendwie Bock, dem hier diese Wanze einzudingsen. Ich weiß aber nicht, wie man das genau macht. Wo steht denn das? Wanze platzieren, ich habe es gefunden. Weil irgendwie müssen wir das halt mal irgendwie machen, weil ich meine, wir haben die jetzt gekauft, ne? Normalerweise ist sie ja nicht so der Typ für sowas, aber ich meine, sie ja, hat ja schon hier mit den Sachen zu tun und so. Deswegen ja, wäre es vielleicht sinnvoll, mal zu wissen, was so ein Verschwörungstheoretiker hier so tut, ne? Okay. Aiden Lake hat nicht gemerkt, dass eine Wanze platziert wurde. Verwende das Abhörgerät, um herauszufinden, ob Aiden Lake wichtige Informationen preisgibt. Ah, dafür ist es da, okay. Ja. Sie geht dann, glaube ich, erstmal nach Hause. Ich werde sie dann schlafen lassen, I guess, gleich. Und wir sehen uns dann einfach am nächsten Morgen wieder. Und ich hoffe, dass es dann erfreulichere Nachrichten zu verkünden gibt, als dass ihre Mama gestorben ist. Weil das ist halt schon richtig stark doof gewesen. So. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir jetzt in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr Positives erleben. Ich meine, sie kann jetzt ja eindringen in das Geheimlabor. Mal schauen, was da dann noch so abgeht, ne? Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!